Herzlich willkommen bei Medienklagemauer TV. Ein Papa, eine Mama. Ganz einfach, oder? Doch wenn wir erfahren, dass in schwedischen und britischen Kindergärten, die als besonders fortschrittlich gelten, der Gebrauch der Worte Vater und Mutter durch die Betreuer verboten ist, dann schwanken die Gefühle in der Regel zwischen Kopfschütteln und Empörung. Doch was ist das Motiv dieser Absurdität? Kinder, denen man zuerst die Adoption durch ein gleichgeschlechtliches Ehepaar zugemutet hat, sollen nun nicht das Gefühl haben, dass andere etwas haben, was ihnen fehlt. Der Begriff des Normalen wird so einfach tabuisiert. Genau das befürchten wohl auch viele Franzosen. Deshalb gingen sie am 17. und 18. November zu Tausenden auf die Straßen. Allein in Paris waren es 200.000. Mit Plakaten wie Ja zur Familie und Ein Papa, eine Mama, ganz einfach, brachten sie ihren Widerstand gegen den neuen Gesetzesentwurf in ihrem Land für die Legalisierung der Homo-Ehe und das Adoptionsrecht gleichgeschlechtlicher Paare zum Ausdruck. Ob dies Gehör findet, bleibt fraglich, denn die EU hat die Formulierung Familie sogar schon aus ihrer Nomenklatur entfernt und durch einen neuen Begriff ersetzt, der da heißt intergenerationeller Solidaritätszusammenhang. In welcher Lage befinden wir uns wirklich, wenn die Familie als Grundbaustein der Gesellschaft ohne unser Wissen einfach aufgelöst und ersetzt wird? Haben auch Sie ein öffentliches Unrecht zu beklagen? Bleiben Sie damit nicht allein. Schreiben Sie noch heute an klagemauer.tv. Klagemauer TV. Nicht gläserne Bürger, gläserne Medien, Politiker und Finanzmogule brauchen wir.